Weihnachten ist schon wieder vorbei und ich hoffe, ihr alle da draußen hattet mal wieder so eine richtig schöne, ruhige und auch besinnliche Weihnachtszeit mit Freunden und Familie und konntet auch mal so ein bisschen abschalten neben der Arbeit und neben dem schlechten Börsenjahr, was wir ja leider 2022 gesehen haben. Aber es bieten sich jetzt natürlich auch wieder so ein paar Chancen, hier und da zuzugreifen, sei es kurzfristig oder langfristig, bei jedenfalls einzelnen Aktien. Und damit auch erstmal hallo alle zusammen. Mein Name ist Kevin O'Neill und bevor es losgeht mit 5 neuen Aktien, die ich mal wieder vorstelle und ich gleich auch mal meine Tasche packen muss, weil es morgen früh nach Miami geht, so viel Zeit habe ich eigentlich gar nicht mehr, wird es mal Zeit, auf den S&P 500 zu schauen, weil der immer eine ganz gute Richtung vorgibt, was wir denn so in nächster Zeit vom Markt erwarten können. Hier sehen wir auf jeden Fall so mal die Zeit seit dem 2020er Crash, da ging es eben die ganze Zeit hoch, das kennt ihr ja bereits, aber jetzt wird es mal interessant, denn wir befinden uns halt immer noch in diesem Abwärtstrend und da docken wir die ganze Zeit mal bei der Unterstützung und mal wieder bei der Widerstandslinie bzw. der Bärenmarktlinie an und dann prallen wir da ab und diesen Trendkanal, den schaffen wir einfach nicht zu durchbrechen. Da brauchen wir irgendwelche News und ich rechne auch damit, dass wir nochmal Kurse von 3400 Punkten sehen. Das wären dann die Hochs von vor Corona. Und ich glaube auch die nächsten Tage und Wochen wird es nochmal nicht so gut aussehen und deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtiger mit meinen Käufen. Und wenn euch übrigens interessiert, welches Tool ich hier benutze. Das ist Stock3, das seht ihr hier oben. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Es gibt das Basic-Modell, was umsonst ist, oder Pro Up. Das könnt ihr sogar umsonst für den ersten Monat testen und zwar mit dem Code S3Kevin22. Das verlinke ich euch unten nochmal alles in der Videobeschreibung und dann könnt ihr das Ganze in Ruhe ausprobieren und auch mal so selber schauen, wo eigentlich die Reise mit dem S&P 500 so hingeht. Soweit einmal zum aktuellen Markt. Deswegen bin ich, wie gesagt, noch ein bisschen vorsichtig und warte nochmal auf so einen richtigen Washout-Tag, wo es wirklich mal vielleicht beim S&P 500 mal 5, 6, 7% an einem Tag runtergeht und wir eben nochmal so die Kurse von 3.400, 3.300 Punkten beim S&P 500 sehen. Und ich glaube, die werden wir bestimmt nochmal sehen und dann werde ich auf jeden Fall richtig heftig einkaufen. Da habe ich in den letzten Monaten eigentlich auch ziemlich viel Geld gespart, damit ich eben genau diese Zeit ausnutzen kann. Und jetzt fangen wir auch mal an mit der ersten Aktie. Anfangen möchte ich heute mal mit Costco Wholesale. Das ist ein Lebensmittelunternehmen aus den USA, wo man eben sehr, sehr günstig Lebensmittel bekommt. Aber nicht nur das, sondern auch elektronische Artikel oder eigentlich fast alles das, was man auch bei Walmart bekommt. Also man hat wirklich eine ziemlich breite Auswahl. Das ist erstmal so das Grobe. Das Besondere ist so ein bisschen die Palettenstapelweise. Das ist ein bisschen mit Aldi zu vergleichen. Deswegen ist da drüben auch alles ein bisschen günstiger und deswegen können die Leute, die da einkaufen, auch ziemlich viele Rabatte kriegen. Und das ist jetzt eben besonders wichtig in einer Zeit, wo Inflation und vielleicht auch bald eine Rezession herrscht, um eben ein bisschen Geld zu sparen und eben auf jeden Fall die notwendigsten Sachen günstig einzukaufen. Das Besondere bei Costco ist allerdings auch die Mitgliedschaft. Deswegen kann man sagen, das ist die härteste Tür, die man so bei den Supermärkten in Amerika haben kann. Aber wenn man eben diese Mitgliedschaft hat, dann kommt man da rein. Und da haben wir zum einen die Goldstar-Mitgliedschaft. Das ist eher für Privatpersonen und kostet $60. Und dann gibt es auch noch die Business Member Card. Das ist dann wieder für Unternehmer und die kostet $5 weniger, also $55. Und das Schöne ist auch, dass im 2022, also im aktuellen Jahr, so viele Leute positiv davon berichten und auch ziemlich zufrieden mit dieser Mitgliedschaft waren, dass 92% dieser Leute, also dieser Mitglieder, die Mitgliedschaft erneuern und auch im nächsten Jahr dann wieder dabei sind. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass die Kunden zufrieden sind und nicht nur dabei bleiben, sondern dass das Unternehmen, also Costco, auch neue Leute zu sich zieht. Und das schaffen sie auf jeden Fall mit den notwendigen Investitionen, denn die sind nicht nur in den USA vertreten, sondern auch in England, in Kanada und auch in Australien. Und in Australien haben sie jetzt einen ziemlich großen neuen Laden gebaut, der mal eben $80 Millionen gekostet hat, der dann wieder neue Mitglieder bringt, die dann auch wieder jährlich diese Zahlung machen und da im Laden natürlich auch viel Geld ausgeben. Und wir können uns auch gerne mal die Quartalszahlen angucken, weil die sind auf jeden Fall auch spannend, denn die letzten Quartalszahlen, da gab es einen Gewinn je Aktie von 3,07 Euro. Das ist zwar weniger als gedacht. Vergleicht man das allerdings mal mit dem Gewinn je Aktie von vor einem Jahr genau, ist das eben höher. Und auch beim Umsatz hat man genau dasselbe. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, die man eben nicht nur bei den Quartalzahlen sieht, sondern man kann auch rauszoomen auf ein paar Jahre und sieht eben die schöne Umsatzentwicklung, aber vor allem auch die Nettoergebnisse, die auch positiv die ganze Zeit gesteigert werden. Und was jetzt aber auch mal interessant ist, gerade in dieser jetzigen Zeit der Inflation ist auf jeden Fall die Nettomarge.
Marge, also das, was eigentlich überhaupt noch vom Umsatz übrig bleibt beim Unternehmen. Und die ist in solchen Unternehmensstrukturen natürlich nicht wirklich hoch, so bei knapp 2,5-3%. Und hier sehen wir eben auch, dass im letzten Quartal die ziemlich niedrig war mit 2,5%, also niedriger als bei den Quartalen davor. Das liegt natürlich aber hauptsächlich an der Inflation. Und die Inflation, die flaut aktuell in den USA schon wieder ab. Das ist natürlich einmal ein gutes Zeichen. Und was natürlich für die auch nochmal wichtig ist, sind die Mitgliedschaften. Und die Preise dieser Mitgliedschaften sind in letzter Zeit nicht wirklich erhöht worden. Und da bietet sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen Spielraum. Und das erhöht dann auch wieder die Nettomarge. Und das macht das ganze Unternehmen wieder profitabler. Und eine Dividendenrendite von 0,8% gibt es aktuell auch noch. Hier sehen wir, dass in diesem Jahr nicht wirklich viel passiert ist. Da muss ich ein bisschen weiter rauszoomen. Und dann sehen wir wirklich über mehrere Jahre hinweg ein richtig schönes Wachstum von diesem Unternehmen. Und in diesem Jahr muss man so ein bisschen schauen. Wir sind zwar unter der 50- und 200-Tage-Linie, aber wir können uns immerhin in diesem Bereich halten von knapp $460. Es kann sein, dass wir nochmal Kurse sehen von 420. Aber wenn man jetzt langfristig orientiert ist, dann bietet es sich hier auf jeden Fall mal an, eine erste Position einzukaufen. Das zweite Unternehmen, was ich heute vorstellen möchte, ist Chipotle, ein Schnellrestaurant aus den USA. Da gibt es jedenfalls mexikanisches Essen, also Burritos und Tacos. Und das gab es erstmal in Denver neben einer Uni und die Leute sind da im Essen gegangen. Und dann wurde es erstmal erweitert, 1995. Dann wurde die zweite und auch die dritte Filiale gegründet. Und 1998 ist auch McDonald's irgendwann auf den Geschmack gekommen und hat sich gedacht, da investieren wir ordentlich rein und wollen das Ganze richtig zum Expandieren bringen. Und inzwischen gibt es sogar 3000 Chipotle-Restaurants da draußen, die man eben besuchen kann und da richtig gutes Essen essen kann. Letztes bzw. dieses Jahr, also im Jahr 2022, wurden einmal ein paar neue Filialen gegründet, nämlich 43. Das ist jetzt gar nicht so viel, aber der Plan für nächstes Jahr ist ziemlich interessant. Denn nächstes Jahr will man richtig expandieren. Da will man 255 bis 285 neue Restaurants gründen und laut dem Management sind allein in den USA 7000 Filialen möglich. Und da ist man aktuell noch nicht mal bei der Hälfte dran. Also Wachstum ist auf jeden Fall gegeben. Und wenn man selber noch nie in einer Chipotle-Filiale war, das ist ziemlich ähnlich zu Subway. Also man geht da hin und kann dann wirklich alle Sachen selber wählen, die man haben möchte. Welche Art von Weizen man beim Burrito haben möchte oder welchen Reis, welche Gewürze, welches Gemüse, welches Fleisch, welche Soße, welchen Geschmack, also wirklich alles. Ich bin dann mal ziemlich schnell überfordert bei solchen Restaurants, aber das ist eben auch ziemlich beliebt. Und die haben auch ziemlich viel investiert in letzter Zeit, auch in das Online-Bestellungssystem. Deswegen funktioniert es ziemlich einfach, da jetzt Essen zu bestellen und das Essen einfach abzuholen. Und auch für den Catering-Bereich, also für mehrere Personen, ist es auch ziemlich simpel möglich. Und das Ganze funktioniert inzwischen so gut und ist so beliebt, dass ein Drittel der gesamten Umsätze bei Chipotle durch dieses Online-System funktioniert. Aktuell gibt es für das Unternehmen ein KGV von 49. Das erscheint erstmal hoch, ist aber historisch gesehen das günstigste seit 2018, was die Aktie dann deswegen erstmal wieder attraktiv macht. Und das liegt vor allem auch an einer Verbesserung der Nettomarge. Die lag erstmal im Jahr 2017 bei knapp 4%, dann hat sie sich sogar verschlechtert auf 3,6% und seit 2019 hat sie sich eigentlich nur verbessert. Und inzwischen liegt sie sogar bei knapp 9%, das ist richtig gut und auch die nächsten Jahre soll sie sogar noch besser werden. Hier bei Chipotle fällt erstmal auf, dass allein in diesem Jahr schon wahnsinnig viel los war. Also vom Tiefpunkt bis zum Hochpunkt sind es fast 50%. Das ist wirklich ein wahnsinniges Wachstum. Allerdings haben wir diese Gewinne auch schon wieder fast abgegeben. Und jetzt konsolidieren wir hier in diesem Bereich von knapp $1,400. Ich muss aber erstmal rauszoomen und dann sehen wir auch schon, dass es ein richtig schönes wachsendes Unternehmen ist. Also jedenfalls langfristig. Das Wichtige ist, dass die Aktie hier jetzt in diesem Bereich erstmal konsolidiert. Und die Frage ist natürlich, ob sie diesen Bereich halten kann oder nicht. Aber wenn man das als Langfristinvestment sieht, dann könnte man hier auf jeden Fall mal eine Position aufbauen oder einfach einen Sparplan aktivieren für die nächsten Monate oder für die nächsten Jahre. Dann könnte es auf jeden Fall auch für die nächsten Jahre ein richtig spannendes Unternehmen sein. Gerade in Zeiten wie jetzt, also in einem Bärenmarkt oder in schlechten Marktphasen, dann hat man immer wieder die Möglichkeit, Unternehmen zu kaufen, also gerade Megacap-Unternehmen, wo man irgendwie nie einen guten Preis erwischt hat, wo man immer gesagt hat, das ist zu teuer und kann sie nicht nochmal so richtig fallen. Und diese Zeiten sind auf jeden Fall jetzt. Und die Aktie, die ich meine, ist zum Beispiel Microsoft. Microsoft kann man nämlich aktuell für knapp 220 Euro kriegen. Und ich finde, das ist ein ziemlich fairer Preis für den größten Softwarekonzern der Welt. Also einmal haben sie natürlich die Software-Sparte. Dazu gehört Windows, das ist natürlich ziemlich beliebt und benutzen nicht nur viele Leute zu Hause, sondern die meisten Firmen da draußen als Firmenbetriebssystem. Dann gibt es aber auch noch Office. Auch das wird in Firmen benutzt, aber auch zu Hause. Ich allein benutze fast jeden Tag entweder Word, PowerPoint oder aber Excel. Dann gibt es aber auch den Hardware-Bereich, also die Xbox zum Beispiel oder Surface, auch wenn ich eher ein Fan da von Apple bin. Aber es gibt
gibt auch viele Leute, die eben das Surface ganz gerne mögen. Und dann, und das ist nicht zu vernachlässigen, die Server- und Cloud-Dienste. Und der Cloud-Markt, der wächst allein schon jährlich knapp um 25%. Und aktuell sind sie zwar 10% hinter Amazon mit der Cloud, aber immerhin 10% vor Alphabet. Und ich würde jetzt nicht prognostizieren, welches Unternehmen von den drei großen nächstes Jahr die bessere Wachstumschance in diesem Cloud-System hat. Aber das Wichtige ist, dass Microsoft auf jeden Fall zu den großen drei Playern gehört, aktuell sogar auf Platz 2 ist und dieser Bereich überhaupt so groß wächst. Und diese ganzen Bereiche, also Hardware, Software und auch Cloud-Bereich, die sind ziemlich gut aufgeteilt. Jeder Bereich macht nämlich so circa ein Drittel, also knapp 33% aus. Deswegen ist das eigentlich ganz gut diversifiziert, das Unternehmen. Und vor allem jeder Bereich davon ist auch noch ein Wachstumsbereich. Und das macht Microsoft eigentlich so stark, dass sie einmal eine ziemlich gute Marktmacht haben und dazu auch noch wirklich in allen drei Bereichen wachsen. Wenn wir dann auch nochmal auf die Zahlen gucken, dann sehen wir einfach, dass trotz dieser schlimmen Inflation, die wir aktuell haben, Microsoft unfassbar profitabel ist. Die Nettomarge im letzten Quartal betrug knapp 35%. Das ist enorm. Auch der Umsatz und auch das Nettoergebnis entwickeln sich immer noch, auch in dieser schlechten Zeit, ziemlich gut. Und das macht eben Microsoft zu so einem Flaggschiff. Und wenn wir jetzt erstmal noch so ein bisschen in die Zukunft gucken bei Microsoft, haben wir einmal den Activision Blizzard Deal. Also zu Activision Blizzard gehören Videospiele wie Call of Duty oder World of Warcraft. Und da steht so aktuell ein bisschen auf der Kippe, aber falls es klappt für Microsoft, ist das ein Riesenzugewinn in dem Gaming-Sektor, der ja auch nochmal ein richtig schöner wachsender Bereich ist. Sollte das nicht klappen oder überhaupt auch, gibt es immer noch das Gerücht, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, von der Übernahme von Microsoft von Netflix. Denn wir dürfen nicht vergessen, Amazon hat Amazon Prime, Apple hat eben Apple TV und Microsoft fehlt dieses Prestige-Projekt noch. Und Netflix hat auch eben nicht so eine Hilfe wie eben Amazon oder Apple oder zum Beispiel Disney. Die haben eben wirklich nur das Streaming-Geschäft und das ist ziemlich schwierig durchzuhalten ohne irgendwie einen Verbündeten oder irgendwie einen Partner. Und dieser Partner, dieses andere Unternehmen, könnte eben Microsoft sein. Und ich glaube, diese Fusion dieser beiden Unternehmen oder dieser Kauf, besser gesagt, von Microsoft, von Netflix, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und ich glaube, das könnten wir vielleicht sogar nächstes Jahr sehen als Übernahmechance. Dann ist Microsoft natürlich auch noch ein Dividendenwachstumsunternehmen. Seit 2003 hat Microsoft die Dividende nicht nur ausgeschüttet, sondern auch jedes Jahr erhöht. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 1,1%, ist auch gar nicht so gering für ein Wachstumsunternehmen und dadurch, dass sie auch ziemlich gering verschuldet sind, ist auch die Dividende ziemlich sicher bei Microsoft. Hier bei Microsoft muss ich unbedingt mal so richtig weit rauszoomen und dann sehen wir einfach, was es für ein tolles, wachsendes Unternehmen ist. Allerdings ist natürlich auch die jetzige Zeit mal ganz wichtig, deswegen zoome ich mal wieder hier rein und hier sehen wir eben, dass wir seit Anfang des Jahres ein paar Prozente abgegeben haben, nämlich knapp 30%. Das ist natürlich schon ein bisschen was und das ist auch mehr als der Markt allgemein. Allerdings ist Microsoft einfach wirklich auch noch attraktiv bewertet. Und die Frage ist, dadurch, dass sie sich in diesem Abwärtstrend befinden, also wir könnten jetzt hier zwei Linien reinziehen, wie lange es weiter runtergeht. Wenn man Microsoft noch nicht im Depot hat und da jetzt mal drüber nachdenkt, für eine erste Position bietet sich auch das hier mal wieder sehr, sehr gut an. Als vierte Aktie habe ich mal ein chinesisches Unternehmen dabei, aber auch nicht irgendeins, sondern eines der größten Solarmodulhersteller der Welt, und zwar Yingguo Solar. Die gibt es nämlich aktuell für einen ziemlich attraktiven Preis wieder und die Leute, die mich schon länger verfolgen hier, die wissen, dass ich hin und wieder mal so einen kleinen Spin-Trade bei der Aktie gemacht habe und bis jetzt hat sich das immer gelohnt und vielleicht lohnt sich das jetzt auch wieder, nicht nur als Spin-Trade, sondern wirklich auch als Langfrist-Investment. Die sind seit 2006 am Markt und die werden vor allem auch gefördert durch die chinesische Regierung. Wenn man eben gemocht wird und die auch ziemlich wichtig sind für die chinesische Regierung, weil natürlich auch China an gewissen CO2-Zielen hoffentlich festhält, dann ist eben dieses Unternehmen ziemlich wichtig und aktuell haben sie auch ein paar Projekte von eben China bekommen, die auch wieder wichtig für die Umsätze und auch für die Gewinne dieses Unternehmens sind. Das Umsatzwachstum, das beträgt durchschnittlich seit 2015 rund 25%, das ist auf jeden Fall richtig klasse und auch wenn aktuell die USA versuchen, immer mehr im eigenen Land zu produzieren und das ist eigentlich einer so der Kontrafaktoren. Was passiert, wenn USA eben als Kunde wegfällt und sie alles selber machen, wie zum Beispiel beim Chips Act, den sie ja auch aktuell haben. Aber ich glaube nicht, dass es in den nächsten Jahren passieren wird, dass sie auf einmal keine Solarmodule mehr in China kaufen bei Yingguo Solar, weil eben diese Produktion ziemlich aufwendig ist. Da können sie nicht mal eben so ein neues Unternehmen gründen oder ein bestehendes Unternehmen einfach mehr investieren und dann gleich die CO2-Ziele erreichen. Das schaffen sie eben in dieser kurzen Zeit nicht. Aber der andere springende Punkt ist auch noch,
dass Ginkgo Solar wirklich die Top-Produkte anbietet. Mit den Top-Con-Solarzellen, die sie jetzt haben, sind sie auf jeden Fall die effizientesten mit einem Umwandlungswirkungsgrad von 26,4%. Das muss man jetzt gar nicht so wirklich verstehen. Das Wichtige ist, dass die Konkurrenz nur eine Effizienz von 25,7% hat. Das ist knapp ein Unterschied von knapp 5%. Und das ist eben das Entscheidende, dass sie mit Marktführer sind, was das eben angeht, was die Effizienz angeht, was überhaupt das Know-how angeht. Und die haben wirklich tolles Umsatzwachstum. Was allerdings noch das Problem ist aktuell, das haben sie natürlich auch gemacht, um überhaupt eine Marktstellung zu haben, ist aktuell die sehr, sehr geringe Nettomarge. Die muss besser werden. Die haben es allerdings auch schon geschafft, die eigenen Produktionskosten zu senken. Und dazu kommt jetzt auch nochmal, und das ist so eine richtig schöne Honorierung, so haben sie jetzt vor kurzem den ESG Innovations Award bekommen, also den Award für Nachhaltigkeit in dem Bereich, was eben Aktienunternehmen angeht. Bei Ginkgo Solar fällt natürlich erstmal auf, dass es eine ziemlich volatile Aktie ist. Es geht immer hoch und runter, mal bei $75 steht der Kurs, dann wieder bei $40. Aber diese $40, die haben wir eben öfter mal gesehen. Die haben wir im letzten Jahr im April gesehen, die haben wir in diesem Jahr im Februar, Januar und März gesehen und jetzt auch zuletzt nochmal im November und jetzt eben wieder. Und dieser Bereich ist so eine richtig schöne Haltezone für diese Aktie. Und irgendwie schafft sie es nicht, diesen Widerstand zu durchbrechen nach unten. Was natürlich gut ist, wenn man gerade mal einen Swing Trade oder auch langfristig hier einen guten Einstiegszeitpunkt wählen möchte. Und das bietet sich jetzt auf jeden Fall mal wieder an. Als letzte Aktie habe ich nochmal so einen passiven Wert und zwar FedEx. Also einer der größten Logistik- und Transportunternehmen auf der Welt. Die hatten natürlich ein ziemlich schwieriges Jahr 2022. Aber nicht nur die, sondern auch die Post oder UPS und jetzt natürlich auch FedEx. Denn 2022 gab es einmal höhere Transportkosten durch die starke Inflation, die nicht nur wir, sondern auch solche Unternehmen gemerkt haben. Dann natürlich auch Lieferschwierigkeiten durch China und auch den Ukraine-Konflikt und natürlich auch weniger Bestellungen, weil die Leute natürlich Geld sparen wollten und deswegen nicht so viel bestellt haben, wie zum Beispiel bei Amazon oder anderen Versandhäusern oder anderen Leuten was geschickt haben. Und dazu kommt auch erstmal, und das ist auch erstmal negativ zu betrachten, die Nettomarge in Q4, die von 4,7 auf 2,3 gesenkt ist. Und das ist natürlich nicht so schön. Das zeigt eben auch, dass die höheren Kosten sich hier negativ auswirken auf das Unternehmen. Inzwischen wird es aber wieder ein bisschen besser. Jetzt kommen wir aber zum positiven Faktor, denn bei einer Investorenpräsentation im September hat nämlich der CEO gesagt, dass man Kosten einsparen möchte. Das ist natürlich erstmal so schön dahingesagt, aber nicht nur ein paar Kosten, sondern ganze $3,7 Milliarden. Das klingt natürlich erstmal enorm, was sie da vorhaben fürs Jahr 2023. Einmal wollen sie weniger ausgeben für die Infrastruktur, die eigentlich schon ziemlich gut ist bei einem Unternehmen. Deswegen haben sie die gesenkt von 6,3 auf $5,9 Milliarden. Und im gesamten Geschäftsjahr haben sie schon geschafft, 1,2 Milliarden einzusparen. Und die sind, was das angeht, auch auf einem ziemlich guten Weg. Und genau das sieht man eben bei den Quartalzahlen. Wenn wir nämlich hier mal raufschauen, dann sehen wir zwar, dass der Umsatz hinter den Erwartungen geblieben ist. Allerdings, und das ist eben das Entscheidende, haben sie den Gewinn noch übertroffen. Und das haben sie eben genau deswegen geschafft, weil das keine Phrase war, einfach nur die Kosten zu senken, sondern weil sich das auch eben hier in den Zahlen jetzt widerspiegelt. Und genau so müssen die eben jetzt weitermachen. Und ich glaube auch durch den CEO schaffen sie es auch und sind auch auf einem wirklich guten Weg, trotz eben dieser schlechten Marktphase. Und wenn sie es eben schon schaffen, in diesen eher schlechten Marktphasen die Prognosen zu schlagen, dann glaube ich, dass es auch wirklich sehr, sehr gut aussehen wird, wenn wir wieder richtig gute Zeiten erleben in ein, zwei Jahren. Und dann wird es auch mit FedEx wieder richtig gut aussehen. Und eine Dividende übrigens von 2,6% gibt es ja auch noch oben drauf. Hier bei FedEx sieht man eben doch schon mal einen größeren Verlust in diesem Jahr. Von $260 ging es jetzt knapp auf $180 runter. Also ist sogar noch weiter bei knapp $140. Aber jetzt hat sich die Aktie schon wieder ein bisschen gefangen, weil eben die Marge wieder besser wird. Und auch weil die Einsparungen sich auch auswirken auf die Aktie. Und im März 2020 beim großen Crash haben wir mal Kurse von knapp $100 gesehen. Da ging es noch ein bisschen weiter runter. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so günstige Kurse sehen würden. Wobei, es kann natürlich sein. Aber trotzdem bietet sich, gerade weil wir jetzt mal wieder so die 50-Tage-Linie schon mal durchbrochen haben, mal wieder eine gute erste Chance ein, hier auf jeden Fall einzusteigen. Das waren sie auch schon, meine Aktienkäufe für den Januar 2023. Wie gesagt, ich halte mich aktuell noch ein bisschen zurück, weil ich allgemein glaube, dass gerade durch einen Index wie den S&P 500 wir auf jeden Fall im Allgemeinen nochmal so 10,
immerhin 15% niedrigere Kurse sehen werden. Davon gehe ich ehrlich gesagt aus. Es muss nicht passieren, es kann aber passieren. Und da bin ich auf jeden Fall vorbereitet, wenn es sein sollte, dass es nochmal so einen richtig Washout-Sale gibt, also nochmal richtig die Panik im Markt ausbricht, alle Leute verkaufen, dann machen wir oder ich jedenfalls was anderes, dann verkaufe ich nicht, sondern dann kaufe ich richtig ein. Und wenn es soweit ist, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid, denn ich mache natürlich auch im Urlaub noch ein Video, deswegen wird es auch in den nächsten Wochen noch ein paar Videos geben. Seid also gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns eben nicht hier aus Hamburg wieder, sondern eben aus Miami. Macht's gut. Ciao.